Wie sieht das bei dir aus? Was nervt dich, was stört dich am allermeisten, wenn du gerade eine Woche in deinem Leben anschaust? Was steht dir die ganze Zeit im Weg? Ist es die Lebenssituation, die anders sein sollte? Ist es die Vergangenheit, die anders laufen hätte sollen? Ist es deine Zukunft, wo du schon länger weiter sein solltest? Wo du sagst, ja, ich könnte eigentlich schon weiter sein, wenn nicht? Ist es die aktuelle Situation, wo wir sehen, wow, die Krise, die eine nach der anderen, nicht optimal für mein Weiterkommen, für meine Entwicklung? Was ist es ganz genau? Sei mal ganz ehrlich. Was ist dein größter Feind? Der größte Feind ist grundsätzlich der da. Das Kopf-Ego-Denken, das Denken, was die ganze Zeit irgendwo anders sein will, als da, wo es jetzt ist. Es sollte schon besser sein, es sollte schon reicher sein, es sollte schon gesünder sein, es sollte schon dies und jenes anders sein, als so, wie es eben jetzt ist. Und genau so haben wir einen Riesenkonflikt im Jetzt. Und stell dir vor, du hättest dein Problem gelöst, deine Lebenssituation wäre schon gelöst. Glaubst du, dass der da oben, das Kopf-Ego-Denken, das kleine Mangeldenken, dann zufrieden wäre? Glaubst du das? Das Kopf-Ego-Denken läuft komplett in einer eigenen Dynamik. Ist quasi unser eigener Gegner, wenn es um Entwicklung geht, wenn es ums Weiterkommen geht, wenn es ums Glücklichsein geht. Genau dann blockiert uns unser kleines Kopf-Ego oder Mangeldenken. Und wenn wir zum Beispiel unsere Ziele schon erreicht hätten, dann ist der ja immer noch dabei und er würde dann, und mit hundertprozentiger Garantie, auch wieder Möglichkeiten finden, um im Mangel zu sein. Ja, es hätte doch noch ein bisschen anders sein sollen. Ja, aber so schnell ist es nicht gelaufen. Es hätte können schneller laufen. Ja, aber es hätte können müheloser laufen. Es hätte können besser laufen. Es hätte können das kleine Mangeldenken im Kopf hat immer zu wenig. Immer. Und es gibt Millionäre, die sich selber keinen Rat mehr wissen, weil sie in einer ausweglosen Situation sind, obwohl sie Millionäre sind. Und es gibt gesunde Menschen, die landen nach und nach in einer Depression, weil sie in einer scheinbar ausweglosen Situation sind. Natürlich gibt es ausweglose Situationen. Die muss man lösen, so gut wie möglich, wenn man sie lösen kann. Das Allerwichtigste ist es aber, im Jetzt, im Hier und Heute zu erkennen, mein kleines Mangeldenken lebt einfach gerne im Mangel. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit genau in diese Richtung lenke, in mein Mangeldenken zum Beispiel, dann wird mein Mangeldenken größer. Das heißt, wenn ich mich mit meinem Mangeldenken abgebe und im Mangel drinnen bin, dann dehnt sich genau dieses Denken aus. Es wird größer. Es hat Lust nach mehr. Es will wachsen. Wenn wir unserem Mangeldenken keine große Aufmerksamkeit geben und sagen, ja, du bist halt auch da, dann können wir einen Schritt nach dem anderen gehen. Und zwar jetzt glücklich zu sein, jetzt zufrieden zu sein, jetzt Möglichkeiten zu sehen, jetzt loszugehen. Und wenn ich gerade in einer Situation bin, wo ich vielleicht nicht zufrieden bin, dann könnte ich die Wertung komplett rausnehmen und sagen, die Situation ist nicht gut und nicht schlecht, sie ist. Ich gebe meine ganze Aufmerksamkeit zu mir. Ich suche oder ich finde die Freude jetzt. Ich finde die Lebensqualität jetzt. Ich finde die innere Freiheit jetzt, die innere Freiheit vom kleinen Mangeldenken. Dann bin ich jetzt in absoluter Freiheit und kann jetzt wertungsfrei einen Schritt nach dem anderen gehen. Denn eines ist so sicher wie das Amen im Gebet. Wenn wir unser Mangeldenken pflegen, aufbauen, stärken, wenn viel Aufmerksamkeit in unser Mangeldenken fließt, dann dehnt es sich aus, es wächst. Und wenn wir alle unsere Ziele erreicht haben, dann ist unser Mangeldenken immer noch da. Es sagt, ja, das Ziel habe ich erreicht, aber du weißt, was ich meine. Das heißt, die Übung beginnt jetzt. Aufmerksamkeit in die Freude, in die Möglichkeit auf den nächsten Schritt, wertungsfrei
Lebensqualität finden, wertungsfrei Möglichkeiten finden, wertungsfrei im Hier und Jetzt happy zu sein, ohne Bewertung, ohne Wertung. Das, was jetzt ist, ist nicht gut und nicht schlecht, es ist. Und ich gebe meinen ganzen Fokus mir, meinem Weiterkommen, meiner Freude. Und genau das wünsche ich dir. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bis bald.